Guten Morgen. Dobre utro. Buenos dias. Spielt jemand mit Danga oder Moritz? Traust du dich? Jaya Radha Madhava Kunjabi Hare, Kunjabi Hare, Gopi Janna Lava Kirivarada. Spielst du eigentlich schon auch schnell, oder? Super. Okay. Wenn ich es kann, sagst du Bescheid. Okay. Dann lesen wir aus dem Transcendental Diary bei Harishauri Prabhu. Und wir sind, ich glaube, ein neues Kapitel fängt an. Immer noch in Sri Vrindavan, November.
der 14.1976. Today's verse, Srimad Bhagavatam 5.5.27, described that the true engagement of the senses is service to the Supreme Lord. Otherwise, it is impossible to get out of the material existence. At the beginning of class, Prabhupada was just beginning to make the point that the body is full of ignorance when a child began to cry loudly, disturbing everyone's concentration. He quickly and humorously capitalized on the incident, making a practical point and causing everyone to laugh as well. So the entanglement is made by the senses. Bhaktivinoda Thakur has sung that Sharira avijja jal jodandriya thahikal jive filivishaya sagore. This body is covering of ignorance. Sharira avijja jal. Everyone has got a material body, and according to the different proportion of ignorance, child cries. This child is so crying. From 3 miles we can hear. Balanam rodanam balam. This is strength of the children, crying. He started chuckling. They can disturb the whole world simply by crying. Everyone broke out laughing and Prabhupada continued with a large grin on his face. So, just see, this is the body, immediately. You cannot cry like that. Even you are aggrieved, you cannot cry so loudly that up to 4 miles one can hear. That is not possible. While it is not possible, because he has got a different body and you have got a different. Everything is going on according to the body. This is Maha Vimoha. This is going on 8,400,000 of different forms of body according to Mano, mind, Vacha, tongue, drik, eye, Karana, senses, etc. This body is the entanglement and the senses are the instruments and we are acting with the senses and we creating another type of body. This is going on. Hare Krishna. Ja, ist interessant, ne? Wie Prabhupada das Beispiel gibt einfach, ne? Durch diese, ja, durch diesen Vorfall, der da passiert ist, ne? Prabhupada hat eben gesprochen. Und dann in einem Moment hat ein Kind angefangen zu schreien, ne? Zu weinen. Und dann gibt Prabhupada das Beispiel direkt, ne? Ja, das ist einfach, wenn zum Beispiel ein Kind hat die Fähigkeit, oder der Körper des Kindes hat die Fähigkeit, so laut zu schreien, dass man 4 Meilen das immer noch hört, ne? So, und das kann die ganze Welt, sagt man, ja, nerven sozusagen, ne? Can disturb the whole world. Das kann die ganze Welt beunruhigen, ja, eben nerven, ne? Und dann gibt er das Beispiel, ihr könnt das nicht, ne? Weil ihr habt einen anderen Körper. So, und ich merke das auch an meinem Sohn zum Beispiel, dass Kinder, die können echt, die haben so eine Entschlossenheit, ne? So, wenn er was will, der fragt so lange, Papa, 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 bis ich ihm die Aufmerksamkeit gebe, ne? Wenn ich denke, okay, der hört gleich auf, nein, der kommt, ne, und fragt. Ich denke, mein Gott, ne, was für ein Geist, ne, was für eine Entschlossenheit, ne? Und Kinder haben das halt einfach, ne? Und das liegt halt eben daran, wie Prabhupada hier sagt, dass sie einfach einen anderen Körper haben, ne? So, und wie es hier auch beschrieben wird, dass letztendlich, ja, es gibt so viele verschiedene Körper in diesen drei Welten, ne? 8.400.000 verschiedene Lebensformen. Da könnt ihr euch vorstellen, 8.400.000. Und wir sind wahrscheinlich schon alle durchgegangen. Ja? Könnt ihr euch das vorstellen? Ne? Mal überlegen. Ich bin eine Ameise, ein Esel, ne? Ein Postmann, vielleicht der Präsident von, weiß ich nicht wo, USA. Präsident Rupa Vilas. Ne? Wir waren eine Ameise. Vielleicht waren wir sogar schon Devotis, ne? Also höchstwahrscheinlich waren wir sogar schon Devotis. Ja, vielleicht schon Bücher verteilt oder viel Prasadam gegessen.
So, und es ist ja auch immer interessant, wie das Transcendental Diary immer parallel zum Srimad Bhagavatam passt, ne? Weil das ist genau jetzt auch das Thema hier. Und ja, letztendlich, was Prabhupada hier sagt, wie wir aus dieser Verstrickung, ne, von Geburt, Krankheit, Alter und Tod letztendlich rauskommen, ist, dass wir unsere Sinne, ne, dass wir unsere Sinne in Krishnas Dienst stellen. So, das ist die Lösung. Weil es ja klar, alles, was wir, womit wir unseren Sinne und unseren Geist füttern, ne, das kreiert ein Bewusstsein. So, und dementsprechend entwickeln wir schon den nächsten Körper. Ne. So, wenn wir jetzt, weiß ich nicht, die ganze Zeit an Tätigkeiten denken von einem Schwein, das nur frisst, schläft, ne, und überall seinen Kot hinmacht, ne, dann werden wir genauso diesen Körper, also das Bewusstsein ändert sich, verändert sich und entwickelt sich in diese Richtung. Es gibt in der Bhagavad Gita auch so eine schöne Karikatur, ne? Da wird immer beschrieben, welchen Körper wir kriegen, wenn wir gewisse Tätigkeiten ausführen. Und ich benutze das immer auf Buchverteilung. Ne? Immer wenn ich Bhagavad Gita verteile, dann öffne ich genau diese Seite und dann erzähle ich denen, ja, hier von Karma hast du schon mal gehört und so. Ne? Ja, ja, genau. Und ich sage, ja, schau mal hier zum Beispiel. Ne? Wenn du handelst wie ein Schwein, dann kriegst du ein schweinisches Bewusstsein. Ja, und dann lachen die. Und dann wirst du im nächsten Leben auch ein Schwein. Und dann sage ich meistens, bei manchen Menschen sieht man das jetzt schon, oder? Und dann lachen die auch immer. Und es ist Fakt, ne? Bei manchen Menschen, man kann schon sehen, wo die Reise hingeht. Ich hatte vor kurzem auch, da habe ich meinen Sohn abgeholt mit dem Zug in Koblenz. Dann sind wir zurückgefahren. Und auf einmal kamen so zwei ältere Menschen, ne, also wahrscheinlich der Vater, der Sohn mit seinem Vater, ne, und die waren beide schon alt, der Vater natürlich noch älter als der Sohn. Und die saßen direkt gegenüber von uns. Und ich habe sie halt einfach so beobachtet, weil ich mache das oft, einfach Menschen beobachten und gucken, was ist das für ein Typ. Ne? Und wirklich vom Gesicht bis zu den Fingern, ne, ich war mir sicher, das werden Schweine sein einfach, ne. So, da, wirklich, die Nase schon so wie so ein Schweinerüssel, ne? Und die Finger, so richtige, dicke, fette Finger, ne? Und dann die Nägel, so total lang und von ihrem Verhalten einfach, ne? Und auch der Körper, wie der Körper geformt war, ne? Wie so eine Sau, ne? So einen fetten Bauch und ich hoffe, ich werde nicht so gehen, ne? Und ich meine, nichts gegen diese Person, ne? Nichts gegen diese Seele. Aber mich hat das so fasziniert, ne? Weil man das sehen kann. Man kann das einfach sehen. Ne? So, und deshalb ist es Fakt. Wir können all diese Dinge, die Srila Prabhupada, die Shastra uns geben, dieses Wissen, das können wir sehen in unserem Alltag. Ne? Wir können gewisse Dinge an uns selbst erfahren, aber wir können das sehen. Wir müssen nur ein bisschen aufmerksam sein und Interesse haben auch für die Welt. Ne? Und ja, das ist Fakt und Prabhupada sagt, das geht hier vor. Ne? So, wenn wir mit den Sinnen arbeiten und aktiv sind mit den Sinnen, ne, je nachdem, wie wir die Sinne beschäftigen, dementsprechend kreieren wir einen anderen Typ von Körper, ne? Eine andere Form von Körper. Und this is going on, sagt Prabhupada. This is going on. Das geht hervor, das passiert. Ne? Und das ist Fakt. Hier möchte jemand was dazu sagen? Oder? Ah, ich habe sogar das Bild hier. Ist das hier nicht so? Nein. Egal. Ich habe. Ja, möchte jemand was dazu sagen? Oder hat Fragen dazu? Aha, hier ist das. Und genau das hier zeige ich immer mit dem süßen Schwein. Ne, und dann sieht man schon, die Hälfte ist noch Mensch, die andere Hälfte ist schon ein Schwein. Ne? Und hier sind die Tätigkeiten. Dann sage ich, ja, wenn wir einfach alles fressen, was wir finden, ne, so wie ein Schwein eben, sogar unseren eigenen Kot essen, ne, dann entwickelt sich eben dieses Bewusstsein. Und dann nehmen wir diesen Körper an. Hier steht's. Okay, Fragen? Oder hier will jemand was dazu sagen? Vielleicht fällt ihm mal eine schöne Geschichte ein. Ne, okay. Dann gehen wir schon Srimad Bhagavatam über. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay, wir lesen aus dem nektarhaften Srimad Bhagavatam, Kanto 5, Kapitel 10, Vers 20. Und das Kapitel heißt Maharaj Rahugana begegnet Jadabharatam. Savai Bhavaloka Nirikshanartam. Savai Bhavaloka Nirikshanartam. Avyakta Lingu Vicharatyapi Svet. Avyakta Lingu Vicharatyapi Svet. Yogeshwaranam Gatimanda Bhutihi. Katang vichakshita grihanubandha. Katang vichakshita grihanubandha. Savaibhavalloka nirikshanartam. Savaibhavalloka nirikshanartam. Avyakta lingu vicharatyapi svet. Avyakta lingu vicharatyapi svet. Yogeshwaranam gatim andabudhihi. Yogeshwaranam gatim Katang vichakshita grihanubandha. Katang vichakshita grihanubandha. Prabhuji. Savai bhavaloka nirikshanartam. Savai bhavaloka nirikshanartam. Avyakta linga vicharati abhisit. Avyakta linga vicharati abhisit. Yogeshwaranam gatim antabuddhi. Katham vichakshita grihanubandha. Katham vichakshita grihanubandha. Savai bhavaloka nirikshanartam. Savai bhavaloka nirikshanartam. Avyakta lingu vicharatyapi svet. Avyakta linga vicharatyapi svet. Yogeshwaranam gatim andabuddhi. Yogeshwaranam gatim andabuddhi. Katham vichakshita agrihanubandha. Katham vichakshita agrihanubandha. Savai bhavaloka nirikshanartam. Savai bhavaloka nirikshanartam. Avyakta linga vakti api svet. Avyakta linga vicharati api svet. Yogeshwaram gatim andabuddhi. Yogeshwaram gatim andabuddhi. Katham vichakshita agrihanubandha. Katham vichakshita agrihanubandha. Savai bhavaloka nirikshanartam. Avyakta linga vicharatyapi svet. Avyakta linga vicharatyapi svet. Yogeshwaranam gatim andabuddhi. Yogeshwaranam gatim andabuddhi. Abuddhi, Katham vichakshita grihanubandha. Katham vichakshita grihanubandha. Savai bhavaloka nirikshanartam. Savai bhavaloka nirikshanartam. Avyakta linga vicharatyapi svet. Avyakta linga vicharatyapi svet. Yogeshwaranam gatim andabuddhi. Yogeshwaranam gatim andabuddhi. Okay, dann die Wort-für-Wort-Übersetzung. Sa, Sa, die höchste Persönlichkeit Gottes oder ihre Inkarnation als Kapiladeva. Die höchste Persönlichkeit Gottes oder ihre Inkarnation als Kapiladeva. Vai, in der Tat. Ja. Bhavan, ihr. Loka nirikshana artam. Nur um die Eigentümlichkeiten, nur um die Eigentümlichkeiten
der Menschen dieser Welt zu studieren. Avyakta Lingaha, ohne deine wirkliche Identität zu offenbaren. Vicharati, reist auf dieser Welt. Apisvit, ob Yoga Ishvaranam, Yoga Ishvaranam, aller fortgeschrittenen Yogis, Gatim, die Eigenschaften oder das wirkliche Benehmen, Andabuddhihi, die in Illusion sind und gegenüber spirituellem Wissen blind geworden sind. Ihr könnt euch gut behalten. Wie? Wie? Vichakshita. Vichakshita. Nee, stopp. Katam. Katam. Wie? Wie? Vichakshita. Vichakshita. Kann wissen. Kann wissen. Griha Anubandha. Griha Anubandha. Ich, der ich durch Anhaftung an die Familie und durch weltliches Leben gebunden bin. An die Familie und durch weltliches Leben gebunden bin. Okay, dann übersetzen in Erhaltung von seiner göttlichen Gnade. Esi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Srila Prabhupada Ki. Ist es nicht eine Tatsache, dass du, der direkte Repräsentant Kapila Devas, der Inkarnation der höchsten Persönlichkeit Gottes bist? Du hast dich als taubstumme Person ausgegeben, um die Menschen zu prüfen und zu sehen, wer tatsächlich ein Mensch ist und wer nicht. Ziehst du nicht auf diese Weise durch die ganze Welt? Ich bin zutiefst an das Familienleben und an weltliche Tätigkeiten angehaftet. Und spirituellem Wissen gegenüber bin ich blind. Nichtsdestoweniger stehe ich jetzt vor dir und erbitte mir von dir Erleuchtung. Wie kann ich im spirituellen Leben Fortschritt machen? Obwohl Maharaj Rahugana die Rolle eines Königs spielte, wurde ihm von Jadavarata erklärt, dass er kein König sei und dass Jadavarata auch nicht taub und stumm sei. Solche Bezeichnungen sind nur Bedeckungen der spirituellen Seele. Jeder muss auf die Stufe dieses Wissens gelangen. In der Bhagavad Gita 2.13 wird gesagt, Dehinusminyata Dehe und so weiter. Jeder ist im Körper eingeschlossen. Da der Körper mit der Seele nicht identisch ist, sind die körperlichen Tätigkeiten illusorisch. In der Gemeinschaft eines Sadhu wie Jadavarata wurde sich Maharaj Rahugana darüber bewusst, dass seine Tätigkeiten als königliche Autorität nur eine illusorische Erscheinung waren. Er stimmte daher zu, von Jadavarata Wissen anzunehmen. Das war der Anfang seiner Vollkommenheit. Tatvijnanartham Sagurum Ivavigachat. Ein Mensch wie Maharaj Rahugana, der sehr begierig war, den Wert des Lebens und die spirituelle Wissenschaft zu kennen, muss sich an eine Person wie Jadavarata wenden. Tasmat Gurum Prabhadyeta Jikyasuhu Shriya Uttamam. Srimad Bhagavatam 11.3.21. Man muss sich an einen Guru wie Jadavarata, einen Stellvertreter der höchsten Persönlichkeit Gottes, wenden, um ihm über das Ziel des menschlichen Lebens Fragen zu stellen. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Svaibhavalloka Nirikshamartam Avyakta Linga Vicharatya Pisvit Yogeshwaranam Gatimanda Bhurihi Katang Vichakshita Grihanubanda. Ist es nicht eine Tatsache, dass du der direkte Repräsentant Kapila Devas, der Inkarnation der höchsten Persönlichkeit Gottes bist? Du hast dich als taubstumme Person ausgegeben, um die Menschen zu prüfen und zu sehen,
wer tatsächlich ein Mensch ist und wer nicht. Ziehst du nicht auf diese Weise durch die ganze Welt? Ich bin zutiefst an das Familienleben und an weltliche Tätigkeiten angehaftet. Und spirituellem Wissen gegenüber bin ich blind. Nichtsdestoweniger stehe ich jetzt vor dir und erbitte mir von dir Erleuchtung. Wie kann ich im spirituellen Leben Fortschritt machen? Hare Krishna. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Vishnaya Bhutale Shmati Bhakti Bhushana Swami Niti Namini Prabhupada Susamundaya Saratra Gora Krupaya Satya Hrishala Shakti Krishna Marami Shri Gurave Namaste Nama Om Vishnu Padaya Krishna Vishnaya Bhutale Shmati Bhakti Vedanta Swami Niti Namini Namaste Sarasvati Devi Gora Vani Prachari Nimiru Vishisha Shindavari Pashrita Lisha Tavari Nimi. Hare Krishna. Ja, das ist nicht so eine lange Erläuterung, aber da gibt es so viel zu sagen, ne? Wie es oft so ist. Ne? Ja, was wir jetzt aus diesem Kapitel lernen können, ist einfach zwei Dinge. Ne? Einmal die Art und Weise oder die Eigenschaften oder das Verhalten oder die Qualitäten des spirituellen Meisters. Ne? Und auf der anderen Seite das Verhalten, die Qualitäten, das Bewusstsein oder die Stimmung des Schülers. Ne? So, und wir hören hier, dass der spirituelle Meister ist letztendlich der Repräsentant von Krishna. Ne? Und speziell unser spiritueller Meister, ne, also wir haben ja verschiedene spirituelle Meister, ist sogar die äußerliche Manifestation der Übersee. Ne? Das heißt, mein Guru ist für mich die äußerliche Manifestation meiner Übersee. Der weiß, was da drin vorgeht. Ne? Krishna sagt ihm alles, was er wissen muss. Ne? Da gab es auch mal, ich glaube, irgendjemand von Satchinandan Swamis Schüler hat ihn mal gefragt, ne? Ja, guck mal, weißt du denn alles, ne, über mich? Ne? Und er hat ihnen gesagt, alles, was ich wissen muss, das sagt Krishna mir. Ne? So, deshalb, der Guru, das ist eine Qualität vom spirituellen Meister. Ne? So, er ist der Vertreter von Krishna. Dementsprechend ist auch sein Verhalten so. Ne? Daran können wir auch erkennen, was ist ein echter spiritueller Meister. Ne? So, ein spiritueller Meister ist auch eine Person, die hier beschrieben wird, der reist. Ne? Er reist einfach, um eben Krishna-Bewusstsein zu predigen, Krishna-Bewusstsein weiterzugeben, andere zu erleuchten. Aber nicht in der Haltung, ich bin der Guru hier. Ich komme jetzt hier hin und ich erleuchte euch alle, ihr gefallenen Seelen. Ne? Sondern nein, er hat die Stimmung wie eben Jalabharata. Ne? Er ist ganz demütig. Ne? Und wenn jemand zu ihm kommt, ne, und Wissen haben will, wenn jemand aufrichtig ist und wirklich nach Wissen verlangt, ne, nach Erleuchtung verlangt und verstanden hat, okay, ne, warum bin ich eigentlich hier? Sich Fragen stellt über das Leben. Ne? So, dann ist er auch bereit, eben das Wissen zu geben, ne, seine Realisation weiterzugeben, ne, weil er erfüllt seine Pflicht. Ne, erfüllt ganz treu und loyal Krishna gegenüber seine Pflicht. Und das ist eben seine Pflicht. Ne, und in der Bhagavad Gita wird auch beschrieben, also zwei Verse, die ganz gut hier zupassen. Der eine ist 2,13. Da geht es einfach darum zu verstehen, wie wir als spirituelle Seele eigentlich hier verstrickt sind oder bedeckt sind. Ne? Und das ist der Vers 2,13. Der wurde hier auch schon zitiert von Prabhupada. Dehinusmin yatha dehe kamaram yovanam jara tatha dehantara prabjir dirastatra namuyati. So wie die verkörperte Seele in diesem Körper fortgesetzt von Knabenzeit zu Jugend und zu Alter wandert, so geht diese Seele beim Tod in ähnlicher Weise in einen anderen Körper ein. Ein besonnener Mensch wird durch einen solchen Wechsel nicht verwirrt. So, wir können feststellen, dass wir in diesem Leben schon den Körper wechseln. Ne, wie als spirituelle Lebewesen. Ne, wenn man ein Kind hat, einen Kinderkörper, dann einen Knabenkörper, ne, jugendlich und dann erwachsen. Ne. So, und da können wir jetzt schon feststellen, dass, hey, ne, ich wechsle in diesem Leben schon den Körper. Und es wird auch wissenschaftlich gesagt, glaube ich, dass wir alle 7 Jahre komplett neue Zellen haben.
die sich komplett erfahren, welche ab und neue bilden sich. So, das heißt, alle 7 Jahre wechseln wir den Körper. Und wenn es jetzt hier schon stattfindet in unserem jetzigen Leben, dann ist es doch eigentlich nur schlüssig, dass es auch weitergeht. Dass wenn dieser Körper nicht mehr funktioniert, seinen Dienst erledigt hat, dass wir dann einen neuen Körper annehmen. So, und das ist die Position, die wir als spirituelle Seele momentan in dieser materiellen Welt eben haben. Dass wir in diesem Körper gefangen sind sozusagen. Außer wir benutzen es für Krishnas Dienst. Dann ist es vorteilhaft für uns. Wenn wir diesen Körper für Krishnas Dienst benutzen, dann ist es vorteilhaft für uns und es ist gut für uns. Genau. So, und der spirituelle Meister, einer seiner Qualitäten ist es eben auch, uns zu helfen, eben von diesem Bewusstsein des Körpers, oder des Bewusstseins, ich bin dieser Körper, zu wechseln, eben, hey, ich bin die spirituelle Seele, ich habe mit diesem Körper nichts zu tun. So, die Aufgabe des Gurus ist letztendlich, uns von dem falschen Ego zu trennen. Das ist seine Aufgabe. Wie der Gärtner das Unkraut von der schönen Pflanze wegnimmt. So, das ist die Aufgabe vom Guru. Und das macht er ständig, permanent. Die ganze Zeit über. Und wir bedecken uns wieder und gießen unser Unkraut. Ach, das ist so schön, lass uns das doch noch wachsen lassen. Aber der Guru, nein, der will nur die Essenz, der will nur diese schöne Blume. So, weil er weiß, das ganze Unkraut, das zieht die ganze Energie, die ganze Aufmerksamkeit und diese wunderschöne Natur der Pflanze, der Blume. Und deshalb, er immer wieder, wir tun wieder Unkraut gießen, er nimmt es wieder weg. Und so ist es die ganze Zeit der Prozess eigentlich. Außer wir haben vielleicht das Glück und ein bisschen was verstanden und sagen, okay, komm Guru Maharaj, ich helfe dir auch, diese Dinger wegzunehmen. Indem ich aufmerksam deinen Unterweisungen folge, indem ich dem Prozess folge, versuche meine Runden gut zu chanten und etc. 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 So, das ist eigentlich die Natur des Guru. Und er ist unbegrenzt barmherzig. Unbegrenzt, er hat so viel Geduld auch, oder? Der spirituelle Meister hat so viel Geduld mit uns. Wir sehen Srila Prabhupada, der hatte so viel Geduld mit den ersten Schülern. Er hat die sogar mit Haaren eingeweiht. Egal. So, Hauptsache ihr chantet und es prasada. Auch am Anfang, Prabhupada, da hat er noch gar keine Lectures gegeben. Da gab es immer nur Kirtan und Prasada. Und die Leute kamen, und haben einen Kirtan genossen, waren so in ihrer Hippie-Mentalität, vielleicht noch zugedröhnt mit LSD oder was, und so, und haben gar nicht verstanden, was das Mahamantra und wer ist Prabhupada überhaupt. Und haben dann gegessen, manche kamen nur zum Essen und sind wieder weg. Und Prabhupada hat alles ganz demütig aufgeräumt, sauber gemacht und so, und das für eine gewisse Zeit. Bis dann irgendjemand kam, auf die Idee kam, Herr Prabhupada, vielleicht brauchst du Hilfe. Und Prabhupada umgedreht und hat gesagt, oh, ich dachte schon, ich muss das jetzt die ganze Zeit alleine machen. Aber der war bereit dafür. Das ist der Punkt. Der wäre bereit dafür, das zu machen. Warum? Weil er einfach die Anweisung von seinem spirituellen Lehrer befolgt hat und befolgen wollte und sich wirklich tief zu Herzen genommen hat. So, das hat ihm einfach diese Kraft gegeben, das Vertrauen und die Geduld. So, ja, das ist die Eigenschaft von einem Guru. Und dass er nicht erzürnt ist, außer es muss sein. Zum Beispiel Jada Bharata auch. Der war jetzt nicht im falschen Ego, weil der König ihm gesagt hat, der hat ihm ein bisschen versucht, auf die Schippe zu nehmen, ein bisschen bloß darzustellen. Und Jada Bharata war nicht und hat angefangen, da irgendwie, sondern hat ihm ganz ruhig und nüchtern die Philosophie erklärt und ihm damit eigentlich gezeigt, mit seinen Worten gezeigt, was eigentlich Sache ist.
und wer welche Position hier einnimmt. Ne? Und das ist genauso mit dem spirituellen Lehrer. Ne? So alles, ja, was aus deinem Mund kommt, ne, das ist verwirklichtes Wissen. Ja, das ist Wissen mit einem tieferen, ne, er spricht keine unnötigen Dinge. Ne, macht unnötige Scherze oder weiß ich nicht. Ne? Und selbst wenn er Scherze macht, dann sind die mit Krishna verbunden und zur Inspiration der Vaishnavas. Ne? So, das ist letztendlich die Haltung. Und er ist natürlich deinem eigenen spirituellen Meister selber zutiefst ergeben. Vielleicht am Ende? Ja, kannst du meinen dazu. Ja. Okay. Können wir fragen, ob ein spiritueller Meister quasi gleichzeitig auch ein Sannyasi ist oder kann er auch ein erster spiritueller Meister sein? Okay, das besprechen wir am Ende, okay? Sagst du nochmal. Genau, das ist die Natur vom spirituellen Meister, ne? Dass er selber durch sein eigenes Beispiel, ne, zeigt, wie man Schüler ist, indem er seinem spirituellen Lehrer einfach vollkommen ergeben ist. Ne? Und deshalb, wenn manchmal Menschen unseren Prozess oder unsere Philosophie, ne, nicht verstehen, dann ist das eben die Antwort. Ne? Also, ja, Guru, ne, so selbsternannte Gurus oder dies oder jenes, ne? Warum braucht man einen Guru? Ich habe irgendwie heute Morgen gelesen, auch Sandrina hat sowas gepostet auf Facebook. Ja, ich habe mich entschieden, eine Dienerin zu sein und warte auf meinen Guru. Ne? Bitte Guru erscheine, irgendwie sowas in die Richtung. Und dann schreibt jemand so einen Kommentar: Sei dein eigener Guru. Ne? So. Ne? Wie können wir unser eigener Guru sein? Der eigene Guru ist der Geist, dann der uns sagt, wie und was. Ne? So, was wissen wir denn schon? Ne? Wir kommen hier auf die Welt und wir wissen gar nicht, wie das alles hier funktioniert. Wir wissen nicht, wie man essen muss, wir wissen nicht mal, wie man auf Toilette gehen muss, sondern wir machen uns in die Hose, ne, am Anfang. So, und hätten wir die Mutter nicht oder den Vater nicht, ne, die unsere ersten Gurus sind, dann wüssten wir gar nicht mal, wie man diese ganz normalen Dinge macht. So, wie kann man dann denken, man kann sein eigener oder selber Guru sein? Okay, du kannst Guru werden, ja, aber das ist nochmal eine andere Sache. Und das ist, da muss man einem Prozess folgen und dies und das. Und das ist nicht einfach so, okay. Ne? Und genauso auch Leute, die selbsternannte Gurus. Ne? Ich bin die Inkarnation von Narayan oder von Vishnu oder was auch immer. Ne? Wie kann man das sowas von sich behaupten? Ne? Das spricht komplett gegen das Bild, was ein Guru eigentlich ist, eben demütig. Ne? Und ich meine, manche sogenannten Gurus mögen vielleicht mystische Kräfte haben, ne? Oder mögen gewisse Fähigkeiten haben, ne? Aber das ist nicht, ne? Das ist nicht, was ein Guru ausmacht. Ne? Ein Guru macht aus die Liebe und Hingabe zu seinem spirituellen Meister und zu Krishna. Das ist, was ein Guru ausmacht. Ja. So, aber es ist einfach so, ne? Leute, die betrogen werden möchten, werden betrogen. Das passiert nicht ohne Grund. Ne? Das passiert nicht ohne Grund. Das steckt in einem drin. Ne? So, und deshalb manifestiert das sich. Weil man selber cheatet, weil man selber ein Betrüger ist. Und dann wird man betrogen. Das ist so. Das ist einfach so. Ne? Genau. So, also ein Guru ist ein Vertreter Krishnas. Er ist seinem Spiritual Meister sehr tief ergeben. Ne? Er lehrt durch sein eigenes Beispiel. Ne? Und predigt nichts, was er nicht selbst auch macht. Ne? Und ist eben auch in einer Guru Parampara. Sehr barmherzig, hat alle Vaishnava-Qualitäten, ne? Und ist 24 Stunden, 7 Tage in der Woche dabei, damit beschäftigt, an Krishna zu denken, Krishna nicht zu vergessen, Krishna zu dienen. Ne? So, dann haben wir die Eigenschaften von einem Schüler. Und zwar, ja, ein Schüler, wie wir hier sehen, wie Maharaj Vrahugana, ne? Er kommt irgendwann zu dem Punkt, dass er sich tiefere Fragen über das Leben stellt. Ne?
So, was ist das Ziel des Lebens? Warum bin ich hier? Warum leide ich? Ne? So, was ist meine Aufgabe in diesem Leben? Warum bin ich unzufrieden? So, und er versteht das und kommt dann eben zu dem Punkt, dass er sagt, okay, ich brauche Wissen, höheres Wissen. Ne? Und dadurch, dass er dann in sich selbst oder mehr im Herzen oder auch im Gebet zu Krishna nach eben jemanden sucht, nach Wissen sucht, kommt er eben dazu, dass er versteht, okay, ich brauche einen spirituellen Lehrer. Ich brauche einen spirituellen Lehrer, ich brauche einen Lehrer, jemanden, der mir Wissen gibt, der mir hilft auf meinem spirituellen Pfad. So. Und ein Schüler nähert sich dem spirituellen Meister wie, das wird auch in der Bhagavad Gita erklärt, das wollte ich auch kurz mal vorlesen. Aha, genau. Hier und zwar Kapitel 4, Vers 34. Tatviti pranipatena pariprasnena sevaya upa dikshantite jnanam jnaninas tatvadarshinaha. So, wenn du ein Schüler sein möchtest, versuche die Wahrheit zu erfahren, indem du dich an einen spirituellen Meister wendest. Stelle ihm in ergebener Haltung Fragen und diene ihm. Die selbstverwirklichten Seelen können dir Wissen offenbaren, weil sie die Wahrheit gesehen haben. Ne? So, das ist die Haltung des Schülers, ne? Dass er sich einem spirituellen Meister nähert, ne? Einem echten spirituellen Meister nähert. Wie? Indem er ihm Fragen stellt in ergebener Haltung. Ne? Und das wird hier in der Übersetzung sehr schön beschrieben, ne? Wie König Kedahugana sehr demütig ist, ne, und in welcher Haltung er Jadabharata anspricht. Lass uns mal schauen hier, lass uns mal lesen. Hier. Ist es nicht eine Tatsache, dass du der direkte Repräsentant Kapila Devas, der Inkarnation der höchsten Persönlichkeit Gottes bist? Ne? Dann, genau, ziehst du nicht auf diese Weise durch die ganze Welt? Ich bin zutiefst an das Familienleben und an weltliche Tätigkeiten angehaftet. Ne? Also er stellt sich unter ihn, sagt, ich bin so angehaftet, ne, an diesen ganzen Dingen. Und er sucht Zuflucht eigentlich. Ne? Er hat in die Stimmung, dass er Zuflucht sucht, er sucht nach Hilfe. Ne? Und spirituellem Wissen gegenüber bin ich blind. Ne? Also ich habe kein spirituelles Wissen, ich verstehe das nicht, ich bin blind. Ne? So. Nichtsdestoweniger stehe ich jetzt vor dir und erbitte, ne? Ich erbitte mir von dir Erleuchtung. Ne? Wie kann ich im spirituellen Leben Fortschritt machen? Ne? So, das ist die Haltung von einem Schüler. Dass die Guru bittet, ne, so, ich bin begierig, ne, so wie Maharaj Rahugana, er ist begierig, ne, er möchte das unbedingt. Er ist begierig und entschlossen. So, und er bittet das ganz demütig, bitte helf mir, ich weiß nicht weiter und ich weiß, ich bin in der Illusion, ich weiß, ich komme nicht weiter, ich weiß, ich stecke hier fest. Ne, bitte helf mir und zeig mir den Weg, erleuchte mich, wie ich hier rauskomme. Ne? So genau das ist die, oder das sollte die Stimmung von einem Schüler sein. Ne? Weil wie können wir sonst, wenn wir aufgeblasen sind, ne, oder stolz sind, wie kann uns der Guru dann was sagen? Der weiß doch ganz genau, okay, was soll ich da machen? Ne? So, der muss da erstmal noch ein paar Sachen lernen. Ne? Er muss da noch ein paar Sachen lernen. So, und das ist eigentlich ja, die Haltung des Schülers, dass er demütig fragt, dass er bereit ist, auch zu lernen, ne? Dass er lernen möchte und auch versteht, dass der Guru, dass der spirituelle Meister ihm eben helfen kann, ne? So, und Vertrauen auch schenkt, ne? Und dass er ihm dient, ne? Weil durch persönlichen Dienst erhalten wir auch sehr, sehr viel Verwirklichung. Ne? Weil diese Gemeinschaft mit rein Gottgeweihten ist sehr, sehr kraftvoll. Ne? Ihr Wissen, ne, durchdringt uns, wenn wir Gemeinschaft mit ihnen haben. Ne? Wenn wir ihnen persönlich dienen, wenn wir jemandem persönlich dienen, dann nehmen wir die Eigenschaften dieser Person an. Und zwar die guten Eigenschaften. Ne? So, deshalb, wenn wir unserem spirituellen Meister dienen, dann nehmen wir seine guten Eigenschaften an. Ich meine, der hat nur gute Eigenschaften. Ne? Und die nehmen wir an. Ne? So,
Sondern das heißt auch, wenn wir zum Beispiel Leute kritisieren, ne, für irgendwas, dann akzeptieren wir, weil wir Gemeinschaft mit ihren schlechten Eigenschaften haben, akzeptieren wir die und die manifestieren sich in uns. Ne, und wenn wir den spirituellen Meister kritisieren, dann leiden wir in unserem spirituellen Leben. Ne, weil der spirituelle Meister hat keine schlechten Eigenschaften. Ne, dann kommt Krishna und macht einfach mal Pause. Okay, wie beim Fußballspiel. Ne? Wenn jemand einen Foul macht, dann gibt es die gelbe Karte. Ne? Dann macht er noch einen Foul, dann gibt es die gelbe und die rote Karte. Und wenn man ein ganz hartes Foul macht, dann gibt es direkt die rote Karte. Und dann muss man auf die Bank und dann muss man ein Spiel oder zwei oder drei oder vier aussetzen. Ne? Und genauso ist es auch in unserem spirituellen Leben. Ne? Wenn wir den reinen Gottgeweihten Vergehen begehen gegen den reinen Gottgeweihten, dann sagt er, okay, du brauchst einen Break, du brauchst mal eine Pause. Ich bringe dich mal ein bisschen raus aus der Gemeinschaft von Gottgeweihten, damit du mal Zeit hast, um nachzudenken. Ne? Und nicht nur zum spirituellen Meister, also vor allem zu reinen Geweihten, aber auch zu allem Weichen was. Zu allen Gottgeweihten. Ja, Krishna liebt alle seine Geweihten. Ja, natürlich, er sagt auch in der Bhagavad Gita, derjenige, der das Wissen über mich verbreitet, der ist mir ganz besonders lieb. Ne? Und das ist eben das, was der spirituelle Meister macht. Deshalb ist er Krishna besonders lieb. Genau. Und ich habe auch ein gutes Beispiel. Oder sagen wir mal so, wir machen erstmal noch ein bisschen mit den Eigenschaften weiter. Was der Schüler oder was die Haltung des Schülers ist oder was er in seinem Bewusstsein auch haben sollte, ist, dass er seinen spirituellen Meister repräsentiert. Ne? In seinem Handeln, in seinem Auftreten. Ne? So, er repräsentiert seinen spirituellen Meister. Und ich habe das beim letzten Mal, glaube ich, auch schon gesagt, aber das ist einfach so wichtig und sehr hilfreich in unserem spirituellen Leben, dass wir immer darüber meditieren sollten, dass der spirituelle Meister uns beobachtet in allem, was wir machen. Ne? Weil er sitzt auch in unserem Herzen. Ne? So, und wir merken das nach der Einweihung oder bei der Einweihung. Ich habe es eigentlich schon vor der Einweihung gemerkt, also kurz vor der Einweihung. Weil dann saß ich, es ist halt so, bevor wir die Einweihung nehmen, sollten wir ein paar Dinge halt beachten. Ne? Wir müssen fasten, also die Männer zumindest müssen sich schäfen. Ne? Und wir müssen vor der Einweihungszeremonie schon alle unsere Runden gechantet haben. So, und ich habe halt auch ein bisschen geholfen mit den Vorbereitungen und so. Und musste dann noch meine Runden chanten. Und dann saß ich im Ashram oben auf dem Bett und ich habe immer von meinem spirituellen Meister direkt über meinen Kopf, wo ich schlafe, immer ein Bild aufgehängt, ein Bild von seiner Sannyas-Zeremonie, weil ich habe immer gedacht, boah, ich werde auch Sannyasi heute geschafft. So, ich folge dem Fuß von meinem spirituellen Meister, dann habe ich dieses Bild und das ist so, ich weiß nicht, dieses Bild inspiriert mich total. Ne? Nee, ich habe das jetzt zu Hause. Und ich habe mein Bild immer von seinen Lotusfüßen. Ne? Und das hatte ich immer über meinen Kopf, ne, in meinem Bett. So, und dann saß ich da auf meinem Bett und habe halt diese Bilder an und habe gechannt. So, und dann in einem Augenblick habe ich so gemerkt, wie irgendwie mein Guru mehr und mehr irgendwie in mein Herz kommt. Also so wirklich, dass er sich so in mein Herz manifestiert. Und da so Platz nimmt. Ne? Und dann in diesem Moment kam ein spiritueller Meister in den Ashram und ich war da ganz alleine. Ne? Kam er rein und er hat gerade auf der Japa gechantet, die er mir dann gibt. Ne? Und ich war am Chanten. Das heißt, wir haben gleichzeitig im gleichen Moment gechantet. So, und da habe ich verstanden, wow, ne? Der spirituelle Meister, die Einweihung, das ist nicht einfach so eine externe Sache. Sondern das ist etwas, was im Herzen stattfindet. Das ist eine Verbindung im Herzen. Ne?
So, und deshalb sieht der spirituelle Meister alles, was wir machen. Hat er gestanden. Ich wollte noch einen Punkt sagen, und zwar zu der Wichtigkeit der Gemeinschaft mit reinen Gottgeweihten. Und da erzählt Navinaniraga Prabhu, ist ein sehr großer Buchverteiler, und schon sehr viele Jahre in ISKCON auch, ne? Und ist sehr, sehr bekannt, hat sehr viele, viele, viele Bücher verteilt und verteilt immer noch sehr, sehr, sehr viele Bücher. So 100 Bücher am Tag ist für ihn kein Problem. Kein Problem. Ich habe im letzten Marathon, weil es ist so, man kann sagen, so ist mein Mentor für Sankirtan. Und im letzten Marathon habe ich ihn, weil ich wollte ein bisschen Inspiration haben und ich wusste, er geht auch auf Marathon, geht da raus, Bücher verteilen. Dann habe ich so ein bisschen erzählt, ne, wie Sankirtan gerade läuft und wie ist das. Und dann habe ich gefragt, ja, und wie ist dein Marathon? Und er sagt, 9 Stunden, 700 Bücher. Und ich war, wow. Ja, so, einfach ein bisschen ihn zu glorifizieren. Und auf jeden Fall, er hat eine Geschichte erzählt, da war er noch ganz jung. Da hieß er Bhakta Niko. Ja, 15 Jahre alt oder 16, also jetzt mit 15 Jahren ist er schon gejoint. Und ist dann direkt, ne, des Donnerstags ist er in den Tempel gezogen. Und am Sonntag ist er direkt auf Sankirtan Traveling. Und das für 15 Jahre. Und er erzählt auch, er macht so kleine Videoclips und dann sagt er, ja, ich bin mit 15 gejoint an einem Donnerstag und bin sonntags auf Sankirtan gegangen und ich bin nicht zurückgekommen für 15 Jahre. Auf jeden Fall erzählt er eine Geschichte. Er hat da, er hat Bücher irgendwie verteilt, ne? Und in der Schweiz haben wir das damals so gemacht, die sind oft auch von Tür zu Tür gegangen, ne? Und haben dann bei den Leuten geklingelt und haben die Bücher präsentiert. Und er hat dann dort geklingelt und hat eine Frau dort getroffen. So, und diese Frau meinte, ja, ich habe kein Interesse an den Büchern, aber ich habe mein Neffe, ne, der interessiert sich, der war auch in Indien und so. So, und dann hat sie ihm hat er gefragt, kann ich denn vielleicht seine Nummer haben? Und die so, ja, okay, klar. Dann hat er ihn angerufen und hat ihn zum Tempel eingeladen. Und dann kam er mit einem Freund. So, und diese zwei Jungen waren halt so, ne, die kamen aus sehr reichen Elternhaus. Und die haben sich auch so benommen, ne? Und waren auch ein bisschen zugedröhnt von Marihuana, hatten rote Augen. Weil das war ihr Verständnis von Spiritualität. Ne? Die waren in Indien und dies und das und haben Marihuana geraucht und ja, wir sind so spirituell. Ne? So, und dann hat er ihnen den ganzen Tempel gezeigt, ne? Und erklärt, was man so macht im Hare Krishna Tempel und so. Und dann am Ende hat er ihnen das Srimad Bhagavatam präsentiert. Ne? Und die waren so ein bisschen eben mehr so stolz, so ach ja, wir wissen schon alles über Indien und dies und das. Ne? Aber er war halt schon damals sehr entschlossen und hat dann weiter, hat dann zu ihm gepredigt, wie ist das, und irgendwann sagen die, okay, wir nehmen das. Haben dann 300 Franken hingeschmissen auf den Tisch und haben das Srimad Bhagavatam Set mitgenommen. Und erzählt dann, und die kamen dann öfter zum Tempel und so, ne? Aber irgendwie so der Punkt, dass sie sagen, okay, wir wollen jetzt devotees werden, das kam irgendwie nicht dazu, ne? Und dann kam eines Tages, kam dann Bhakti Charuswami zu Besuch. Und er hat einen Vortrag gegeben. Und diese zwei Jungs saßen auch da drin. Und dieser Vortrag hat sie komplett, wie sagt man, überwältigt einfach. Ne? Und sie sind ernsthaft geworden. Und waren sehr inspiriert von Bhakti Charuswami. Und die waren auch, die hatten so eine Gemeinschaft, sage ich mal. Diese Jungs waren in so einer Gemeinschaft mit anderen Jugendlichen. So, und die haben Maharaj eingeladen,
Und die Wutz haben dort mit Maharaj Programme gemacht. Und dann wurden 20 Leute von dieser Gruppe eingeweiht. So. Und das ist das Beispiel, für die, wie wichtig die Gemeinschaft von reinen Gottgeweihten ist. Ja, weil der reine Gottgeweihte, der kann die Herzen der Menschen wandeln. Ne? So, weil er trägt Krishna einfach in seinem Herzen, sein Herz ist rein. Ne? Und speziell solche großen Vaishnavas wie Bhakti Charaswami, ne? Da gibt es auch eine Aussage von Srila Prabhupada. Und Prabhupada hat mal gesagt, dass wenn Bhakti Charaswami fällt, dann fällt er in Sattva Guna. Ne, weil er einfach so ein reiner Gewalt war. Ne? So, und solche, so eine Kraft, die diese reinen Gottgeweihten eben mitbringen, ne, ist eben der Grund dafür, dass sie dann einfach wirklich diese ganzen Bedeckungen, ne, von denen wir gehört haben, von diesen ganzen Bedeckungen, die eben die Seele umgibt, das wird einfach weggepustet. Ne? Einfach. Ne? Und deshalb ist es so wichtig, dass wir eben diesen Beispiel von Maharaj, wie heißt der? Rahugana. Ja, Rahugana, dass wir ihm folgen. Ne? So seine Begierde dann wirklich. Er hat erkannt, okay, ne, Jadabharata, das ist ein reiner Geweihter. Und ist direkt, hat er surrendert, wollte direkt seine Gemeinschaft und Wissen und Erleuchtung. Und so, ne? So in der gleichen Weise müssen wir auch, wir müssen begierig sein. Ne? Wirklich, hey, ich brauche gute Gemeinschaft. Ne? Und es ist ja auch eine Eigenschaft von den spirituellen Lehrern oder von rein Gottgeweihten, dass sie reisen und eben ihre Aufgabe verstehen, ne, Wissen weiterzugeben, aber eben in einer demütigen Haltung. Und wir haben immer Möglichkeiten, spirituelle Lehrer, reine Gottgeweihte zu sehen. Ne? Ich meine, wir hatten jetzt auch Mandakini Mataji, ne? So sie auch, sie hat ja auch sehr viel erlebt im Krishna-Bewusstsein. Ne? So, und hat Prabhupada persönlich gedient auch. Ne? So, da kann man, ich habe es echt, ich hoffe, sie kommt nochmal. Ich habe es einfach nicht geschafft, herzukommen. Aber ich war echt inspiriert. Ich habe halt so ein bisschen gelesen, was Dara geschrieben hat über sie und so. Ne? Und es war sehr, sehr inspirierend. Ich bin mir sicher, sie hat vieles zu teilen, ne? Über Krishna-Bewusstsein, über die Person, Srila Prabhupada. Ne? So, ja, deshalb solche Gemeinschaft, wir müssen echt begierig sein, danach zu suchen. Weil das ist letztendlich die Hilfe, ne, die wir brauchen, um eben von dieser Bedeckung ne, des falschen Egos letztendlich frei zu werden. Ne? So, man merkt das auch, ne, wenn man in der Klasse sitzt von einem fortgeschrittenen Gottgeweihten, dann auf einmal ist alles klar, ne? Und wir, wow, ja, ich weiß das und so. Ne? Und dann geht man raus und dann merkt man, hey, das war gar nicht mein Wissen. Ne? So, man nimmt vielleicht ein paar kleine Sachen mit, aber das, was gegeben wurde während der Klasse, das konnte man gar nicht alles mitnehmen. Ne? Und man versteht, dass das Wissen oder in diesem Moment, wo wir so erleuchtet waren, dass es nicht von uns kam, dieses Wissen. Ne? So, müsst ihr mal drauf achten. Ne? Wenn jemand eine Klasse gibt, der wirklich fortgeschritten ist, ne? wie sich das Ganze, wie die Erinnerung wiederkommt. Ne? Und wir merken, Mann, ja genau, der hat recht. Ne? Wo war ich die letzten 2 Tage eigentlich, ne? Mit meinem Bewusstsein? Ne? Das ist die Qualität des spirituellen Meisters, des reinen Gottgeweihten. Hare Krishna. Okay, und dann zu deiner Frage zu kommen. Also nein, man muss nicht unbedingt ein Sannyasi sein, um spiritueller Meister zu sein. Ich glaube dir, spiritueller Meister, dein Gurudev ist Chaitanya Chandracharan Prabhu. Ja. Und er ist der Vanaprastha schon oder noch Grihastha? Ja.
Vanaprastha, genau. Aber er war halt als Grihastha, ne? schon spiritueller Lehrer. Ja. So, also es ist kein Grund, das ist unabhängig von dem Ashram. Ne? Sondern wenn wir gewisse Qualitäten, wenn wir uns qualifizieren, eben spiritueller Meister zu sein. Ne? Wenn wir diese Qualitäten entwickeln, über die wir heute auch gesprochen haben, die der spirituelle Meister eben hat, ne? und dann Krishna auch das möchte, ne? dann wird es passieren. Ne? Dann kann es passieren. Genau. Aber letztendlich sollten wir alle spirituell leer sein, das ist, was Chaitanya Mahaprabhu sagt. Ne? Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir eben Wissen über Krishna weitergeben. Ne? Jeder auf seine Art und Weise, auf seiner Ebene der Realisation. Das ist auch wichtig, ne? dass wir das predigen, was wir selber realisiert haben. Weil wenn wir über irgendwas sprechen, ne? über den Rasa-Tanz, ich habe vom Rasa-Tanz nichts verwirklicht, ne? so, außer dass wir nicht stolz sein sollen. Ne? Das ist das Einzige, was ich verwirklicht habe. Wir sollen nicht stolz sein, weil Krishna sonst verschwindet. so, das ist das Einzige, was ich verwirklicht habe, weil ich bin oft stolz und Krishna ist dann oft weg. genau, ne? deshalb, wir predigen, ne, oder versuchen Krishna-Bewusstsein auf der Ebene weiterzugeben, auf der wir selber sind. Und dann sind wir authentisch und dann können die Leute das viel besser akzeptieren. Weil die merken das. Die, ne, Menschen sind zwar sie handeln zwar sündhaft und dies und das, aber trotzdem haben sie auch ein bisschen Bewusstsein und spüren Dinge auch. Ne? Und außerdem sitzt Krishna auch in ihrem Herzen und er sagt dann, hey, der lügt dich an. ne, so, deshalb, ne, Ehrlichkeit währt am längsten, sagt man. Und manchmal ist es als Devote schwierig, ehrlich zu sein, weil viele Leute die Ehrlichkeit nicht verstehen, ne? oder andere sich dann direkt im Ego sind oder dies oder jenes. Aber manchmal ist es gut. Oder das heißt manchmal, wir sollen immer ehrlich sein. Wir müssen halt nur schauen, wie viel und was der Ehrlichkeit wir offenbaren. Ne? Und in welcher Art und Weise wir das der Person mitteilen. Ne? So, am besten mit demütigen Haltung. Weil dann kommt es von Herzen. Ne? Wenn es nicht in der demütigen Haltung passiert dann, und aus seinem Ego herausgeht, dann ist die andere Person auch in ihrem Ego. Ne? Aber es ist wichtig, das ist eine der Qualitäten eines Gottgeweihten, ne? ehrlich zu sein. Noch Fragen oder? Kayani, möchtest du was dazu sagen? Oder bist du müde? Naja, alles, was du gesagt hast, ist natürlich sehr, sehr ekstatisch, ne? dass der spirituelle Meister im Herzen ist, auch mit Krishna zusammen. Das ist mir noch nie so ganz bewusst, weißt du? Ich spüre seine Anwesenheit nicht so stark berufen. Das heißt, ich muss noch arbeiten. Seinen Anweisungen zu folgen, das ist natürlich sehr wichtig. Ja? Weil man denkt, ein spiritueller Meister gibt dir irgendeine Anweisung und du dachtest vielleicht, oh nee, das kann ich gar nicht. Ne? Wie zum Beispiel Srila Prabhupada am Anfang seines Lebens. Er dachte, nee, wie kann ich nach Westen reisen? Meine, also andere Gurdjieweihten waren schon da und haben nicht geschafft. Ne? Und er hat sogar geweint, als er nach Westen reisen wollte. Er kam immer in einen Tempel und saß da und hat geweint. Und der Pujai hat ihm gesagt, warum weißt du? Ich weiß nicht, wie ich die Anweisung meines spirituellen Meisters ausführen kann. Ne? Und das für immer eine riesen Aufgabe, nach Westen zu reisen, ohne Geld und den nächsten Mal zu predigen. Genau so ist es für uns. Wenn wir denken, dass das nicht machbar ist, dann müssen wir einfach Vertrauen haben. Und, der spirituelle Meister sagt,
dann kann ich machen, was ich gerade machen kann in diesem Moment und versuche mich zu steigern. Ne? Und dann wird das schon ein bisschen mehr Kraft, die Anweisung auszuführen. Sagt in den Schafe, da ist es so geschrieben. Das liegt in den Anweisungen. Und dann können wir das. Ich habe auch am Anfang gedacht, ich kann keine Bücher, aber dann also ich ging raus, als ich noch zu Hause lebte. Ein Buch am Tag verdammt mir große Mühe. Jetzt geht es besser, ne? Weil ich habe so verdammt geworden, dass mir hilft dabei. Und ich bete immer, bevor ich rausgehe, an meinen speziellen Meister, an die Diät ist, zu erfahren. Und dann klappt es halt nicht. Ja, das ist Ja, das ist wenn wir, bevor wir unseren hingebungsvollen Dienst ausführen, ist es sehr gut, wenn wir uns mit dem Bewusstsein oder das Bewusstsein kultivieren, ich mache das jetzt für meinen spirituellen Meister. Ne? Und dass man während dem Dienst, während man Dienst macht, über den spirituellen Meister meditiert. Ne? Damit baut man die Verbindung auf. Ne? Also damit öffnet man das sozusagen, weil der spirituelle Meister gibt die ganze Zeit Barmherzigkeit, gibt die ganze Zeit Mercy, er betet für uns, ne? So, seine Segnungen sind immer mit uns. Ne? Aber es liegt an uns, ob wir die annehmen oder eben nicht. Ne? So, und wenn wir vor dem Dienst, oder egal wann, aber wenn wir jetzt mal über den Dienst sprechen, oder auch vor dem Japa-Chanten, ist ja auch Dienst, dass wir zum Beispiel, was ich jetzt angefangen habe, das habe ich mir von meiner Frau, von Kanchini, abgeguckt. Denn sie, bevor sie anfängt zu chanten, chantet sie immer den Pranam von unserem spirituellen Meister. Ne? Und ich habe irgendwie am Anfang, war ich so in meinem Ego, nee, das mache ich nicht. Ne? Aber dann irgendwann wurde ich ein bisschen gereinigt und dann, ja komm, ich mache das auch, weil es ist doch eigentlich nice. Ne? Bevor du anfängst, den heiligen Namen zu chanten und das Panchatattva Pranam zu chanten, ne, suchst du Zuflucht bei deinem spirituellen Meister, weil er hat dir letztendlich den heiligen Namen offenbart. Ne? So, und seitdem sind meine Runden intensiver. Ne? Selbst wenn ich so irgendwie ausgespaced bin oder ne, also irgendwie nicht so konzentriert bin, unaufmerksam irgendwie bin, aber dadurch, dass den Pranam vorher gechantet und wirklich Zuflucht suche beim spirituellen Meister, geht es viel besser und das Chant geht viel tiefer einfach ins Herz. So, das ist wichtig. Damit bauen wir halt eben die Connection auch im Herzen auf, ne, dass wir uns an den spirituellen Meister erinnern. Ja, und so können wir ihn mehr und mehr auch wahrnehmen, ne, auch in unserem Herzen. Und wir kommen auch zu dem Punkt, dass wir tatsächlich verstehen, oh, mein Guru ist nicht zufrieden. Na, also wir fühlen das. Wir fühlen das, oh, der spirituelle Meister ist irgendwie nicht zufrieden. Ja, und dann erinnern wir uns vielleicht an eine Unterweisung, die er uns gegeben hat. Ja, oder an irgendwas, was ein Lektor in einem Vortrag gesagt hat. Ja, aber wir in diesem Moment dem nicht folgen, was er eben gesagt hat. Und dann spüren wir, oh, der Guru ist irgendwie nicht zufrieden. Ja. Weil Krishna sagt ja, von ihm kommt Wissen, Erinnerungen, Vergessen. Ne? So, dementsprechend, Krishna gibt uns die Erinnerung, okay, ne? Der spirituelle Meister ist nicht happy. So, dann müssen wir direkt demütig werden, in die Zuflucht gehen und versuchen, das zu verbessern. Und so ist wie Krishna und Guru uns eben trainieren. Ne? Krishna zieht alle Register, alle Möglichkeiten, um uns hier rauszuholen. Ne? Ne? Im Äußeren, ne? Bild gestalten, mit dem spirituellen Meister, ne? So, aber auch im Inneren. Ne? Weil jeder von uns trägt auch ein Ishtadev in seinem Herzen. Ne? Eine Form von Krishna,
zu dem er eine besondere Beziehung hat. Das heißt, es gibt zwei Wege. Einmal den externen Weg und den internen Weg. So, und mit der Zeit des Krishna-Bewusstseins, ne, schlagen wir mehr und mehr den inneren Weg ein. Also wir gehen in unseren inneren Bhajan, sagt man, ne, in unsere innere Meditation über Krishna, in unsere innere, ja, Beziehung zu Krishna, ne, und auch die Stimmung, ne, so eine innere Stimmung zu Krishna. Was für eine Stimmung zu Krishna entwickeln wir? Und dies entspricht unserer Beziehung. Ne. So, weil letztendlich, das ist das Ziel des ganzen Vorgangs, dass wir mehr und mehr, ne, unsere Sinne nach innen richten. Ne, und dann im Zeitpunkt des Todes von den Äußerlichkeiten nicht mehr beeinflusst werden. Ne, sondern an Krishna, fest an Krishna denken, und dann, wenn der Zeitpunkt kommt, dann Krishna Govinda. So, und dann kommen die Vishnu Dutas und holen uns ab. Cool, oder? Okay. Hare Krishna. Okay, dann denke ich, es ist okay. Wir haben jetzt gleich noch. Grantaraj mit Bhagavatam Ki, Shri Prabhupada Ki, Gauravan Bhaktavinda Ki. Hare Krishna. Sie sehen so nice aus, die Babys, ne? Mit Schwarz. Oh, der Krishna.